Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. So, ich habe ja gerade noch ein schönes Red Bull neben mir stehen. Ich liebe Red Bull. Auch ohne Wodka. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder Monster, die hier Ärger wollen. Und oh mein Gott, sie greifen auch schon an, die Säcke. Die greifen ohne Scheiß einfach an. So, Tomb Guardian. Tschüss. Und jetzt können wir uns in Ruhe den anderen Monstern widmen hier. Haben die da gerade eine Flagge aufgestellt gehabt? Sah irgendwie gerade so aus. Naja, egal. So, und ich würde immer noch gerne wissen, wo denn jetzt endlich unser... Oh, eine Page of Training. Wo denn jetzt endlich unser Gefährte rumgammelt? Keine Ahnung, wie der heißt. Habe ich vergessen. Aber er ist auf jeden Fall ein Kämpfer, ein Krieger. Oder? Was war denn das für ein Typ, ey? War das ein Krieger? Ich bin mir echt gerade nicht sicher. Oder war das überhaupt irgendwie eine Diablo-spezifische Klasse? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein Typ und er hat mit Waffen gekämpft. Wow. So, hier, bitteschön. Jetzt. Ich weiß noch ganz genau, dass das irgendwie hier so, auf jeden Fall jetzt so in diese Richtung ging irgendwie, ne? Wo dann der Typ hier da war. ich hoffe mal, dass ich dann jetzt endlich mal wirklich demnächst auf ihn treffe. Und ja. So. Ich klicke gerade wild durch die Gegend. So. Schön die Bücherregale zerstören. Guck mal, was wir für Assis sind. Wir räumen hier das ganze Regal ab. Dabei könnten wir einfach nur kurz ins Regal greifen und das rausnehmen, was uns denn so gefällt. Nein, wir machen alles kaputt. Hauptsache, wir haben ja alles zerstört. Guck mal, wie schön es aufgeräumt ist. Wir sehen alle Gegenstände so super schön in den Regalen liegen. Und was machen wir? Reißen alles raus und dann finden wir nicht mehr irgendwas. Ja, echt billig. Echt super billig. So, da haben wir noch eine Potion und noch eine Potion. Ja, die wir allerdings nicht so oft brauchen werden. Gerade als Monk nicht, weil wir uns ja heilen können und das auf jeden Fall die bessere Variante ist. Da das um einiges häufiger geht und ja, die Potions haben halt einen Cooldown. Und das ist halt nicht so toll, ne? Also, die heilen einen zwar relativ gut, aber der Cooldown ist dann halt eine Sache. Ja, ist nicht so schön. So, die hätten wir tot. Und da ist ein Buch. When we returned from our horrific defeat in Westmarch, my beloved king lost all pretense of sanity. He seethed with rage, spitting curses upon us as traitors. With great sorrow, I ran him through. Gut, so, ich habe jetzt gerade noch nebenbei irgendwas gemacht. Sorry. Da haben wir also Cathedral Level 3. Ich muss ganz kurz was schauen. Ja, doch, wir haben die eigentlich relativ weit erkundet. Wir sind jetzt hier nicht lang gelaufen, wobei hier wahrscheinlich eh nicht mehr allzu viel zu entdecken ist. Und deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. In den nächsten Bereich, des Dungeons in Level 3. So, Checkpoint, yeah, so. Da gibt's, okay, doch, ich wollte gerade sagen, da gibt's nichts. Doch, da gibt's einen Haufen Monster. Aber erst gehe ich mir hier den Segen holen. Und wir haben jetzt, oh, wir bekommen jetzt 25% weniger Schaden und weichen ja durch meinen Prot auch noch 25% besser aus. Oh mein Gott, sind wir imbar. Moment, ich nehme ganz kurz ein Schlückchen Red Bull. Ich liebe es. Ah, Red Bull ist so geil. Ach, da ist er. Da ist er. So, wir müssen jetzt hier diese Dark Cultist Typen töten. Und danach, ja, folgt uns mehr oder weniger auch schon dieser Kämpfer. Servus, Warrior. Du hast ewig keinen Namen, aber der kommt noch, der kommt noch. Du wirst schnell genug wissen. Hilf mir, meine Gear zu finden. Ich werde dich gut belohnen. Sag mir, was dich zu diesem infernalen Ort gebracht hat. Ich werde mir die ganze Zeit von Red Bull. Ich bekomme da aber kein Geld für. Wenn er irgendwie denkt, bekommt er irgendwie Provision? Dass der da hier Werbung macht? Nee, ich bekomme keine Provision, leider. Schade. Also wenn das jetzt ein Red Bull-Mitarbeiter sieht, ich mache gerne für euch Werbung. Nee, Quatsch. Können wir hoch. Und gibt es da noch irgendwas Tolles? Nee, hier ist nur eine Sackgasse. Aber da haben wir eine Tür und wer weiß, was sich hinter dieser Tür befindet. Und
Ja, mehr Leichen. Ja, ein bisschen Gold, ein bisschen Potion. Nichts wirklich von Belang. Ja. So, jetzt. Oh, eine Scroll of Companion, sehr schön. Wenn wir... Upsala. Wenn wir wieder 5 Stück haben. Oh Gott, noch eine. Wie viel haben wir eigentlich schon? Reicht das schon für... ich bin so ein Vollidiot. Genau, das ist die Page of Trading. Nein, wir haben das hier gefunden, die Scroll of Companion. So, ihr seht ja auch diesen kleinen Gehilfen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da unten ist er. Also, da seht ihr da so ein Ding, was langschlängelt. Wobei ich gerade vorhin Scheiße, also nicht vorhin, aber in meinem letzten Let's Play Kacke erzählt habe. Das ist hier eine Schlange. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das letzte Mal, als ich diese Scroll benutzt habe, dass das keine Schlange, sondern ein Tausendfüßler war. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt vielleicht keine Adleraugen, aber das war ein Tausendfüßler. Also ich, das wäre schon sehr komisch, wenn das auf jeden Fall immer eine Schlange ist. Habe ich mich geirrt? Nein, 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 das war ein Tausendfüßler, hundertprozentig. Also der hatte Beine. Oder war das doch das Vieh? Und ich hab's... Nee, das ist eine Schlange. Das war ein Tausendfüßler. Hoffe ich doch. Also sonst zweifle ich an mir, ey. So, na gut, egal. Wir haben jetzt, wie gesagt, diesen Warrior dabei. Der hat momentan noch keinen Namen. Aber, ja, steht uns schon zur Seite. Auch wenn er nicht wirklich gut ausgerüstet ist und demnach nicht so viel machen kann. Also wir räumen da natürlich ein bisschen mehr auf als er. Aber so viel kann ich schon verraten, dass wir werden auch gleich zu seiner Rüstung finden und dann wird er uns auch ein bisschen behilflicher sein können. Denn... Oh, er ist frei, ja. Denn, was auch sehr cool ist, wir können ihn equippen, ja. Wir können den Typ auch equippen, so hier. Sammelt deine Rüstung, bam. Und jetzt... Gestatten, Morg. Ja, und jetzt... was wollte ich sagen? Ja, jetzt haben wir ihn eben dabei und können ihn auch equippen, wenn wir hier oben drauf drücken. Das geht noch gar nicht. Das geht noch nicht. Okay, da habe ich Scheiße gelabert. Später geht das auf jeden Fall, dass wir dann hier oben drauf klicken auf sein Icon und dann kommen wir in ein Menü und können ihn dann equippen mit... Ausrüstung natürlich und auch skilltechnisch können wir da was machen. Ja, wir gehen mal ganz kurz nach New Tristram. Und ich kaufe dem Burschen schon mal ein bisschen Ausrüstung. Beziehungsweise crafte ich die. Denn... Ach nein, Moment, genau. Das machen wir auch noch. Ich tausche das hier aus gegen den Crippling Wave. Wie ihr seht, der macht genauso wie die anderen beiden. Macht der auch... Upsala. Mit der Maus verrutscht, macht er auch 6 Spirit pro Attacke, also generiert er, aber er macht eben 100%, 110% Waffenschaden und ja, demnach ist das natürlich besser als jetzt die hier, die nur 100 machen. Und er kann noch was, every third hit damages on enemies around you and deaths them, slowing movement speed by 50% and attack speed by 35%. 4-5 Seconds, okay, also bei jedem dritten Angriff verlangsamt er auch nochmal die Gegner, sowohl die Angriffsgeschwindigkeit als auch ihre Bewegungsgeschwindigkeit. So, also ist echt ein cooler Skill, kann man nichts sagen. Ja, da haben wir noch mehr freigeschaltet, aber ich bleibe bei meinem Healing Skill. Ach, ist halt wirklich, wie gesagt, es gibt vielleicht schon bessere Builds, die da mehr durchrennen und mehr Schaden austeilen, aber ganz ehrlich, ich komme super durch, finde ich, und deswegen mache ich da nicht rum. So, ja, wir machen jetzt... War der Schild gut? Ach, scheiß drauf, es ist weg. Zack, 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 so, jetzt, muss gucken, ich habe gar nicht so viel Zeug. Das können wir auch noch gleich mal ganz kurz wiederverwerten. So, dass ich meinem Kumpel hier, wo ist denn der? Der ist gerade nicht da, gell, der Typi. Dass ich dem was bastle und zwar einmal ein Broadsword. Ja, und das war's eigentlich schon. Schildtechnisch können wir da echt nicht viel machen. Aber ich könnte mir theoretisch was machen.
bin ja momentan Level 8. Und können Sie diese Dinge hier ausrüsten? Die Glas. Diese Handschuhe. Ja, nee, da muss er erstmal warten hier, ne? Unser lieber Gefährte. Ich bin jetzt egoistisch und mache mir erstmal selbst was. Da hat er gelitten. So. Das Ganze verwenden wir auch wieder. Verwerten wir wieder. Das wiederum erinnert mich auch an Guild Wars, ne? Also für alle Guild Wars Spieler, die werden das kennen. Mit dem Wiederverwendungswerkzeug, die Waffen wieder zu verwerten und eben Sachen rauszuholen. In Guild Wars ganz konkret konnte man dann Boni herausholen, zum Beispiel, die auf der Waffe drauf waren. Man konnte aber auch die Waffe in Materialien umwandeln, wie jetzt hier. Also es ging auch. So, Simple Dagger. Es kann natürlich auch sein, dass ich dann, falls ich nachher nicht genug Ausrüstung zur Verfügung habe, um dem gescheites Zeug zu craften, dass ich den eben mit Zeug equippe, das wir hier so finden. Das kann man auch machen, also warum nicht? So, ich merke gerade, wir haben keinen Bot drauf, aber das habe ich natürlich ganz schnell behoben. So, da finde ich auch schon was. Warum können wir den jetzt noch nicht equippen? Ach genau, später kann man dann auch nochmal gucken, wegen einem Skill. Die Skills dieses Typen da können wir nämlich auch mehr oder weniger, ja, frei bestimmen. Also diese Gefährten sind auf jeden Fall auch individualisierbar, ja. Also die sind jetzt nicht so ganz vorgegeben, sondern die haben schon so ein paar Sachen, die man verändern kann. Finde ich auch eine coole Sache. Ist halt, oh, da ist noch was. Okay, da kommt ein Gegner. Ist halt auch wiederum nicht zu schwer gemacht. Ganz einfach. Ihr habt Skills, die ihr auswählen könnt. Ihr habt jeweils zwei Waffen, die ihr ihm geben könnt. Also zum einen, also eine Haupthand- und eine Nebenhandwaffe. Oder eben Schild, je nachdem. Ausrüstung könnt ihr eben, glaube ich, keine geben. Also im Sinne von Bekleidung, soweit ich weiß. Und es ist ganz einfach. Ein paar Sachen kann man ihm geben. Und sonst, ja, ist er eben, wie er ist. Diablo hat es einfach wirklich geschafft, alles total simpel zu halten und trotzdem dir diverse Möglichkeiten zu bieten. So, hier, Inventory, ich habe gerade irgendwas gefunden. Ein Belt, na gut, es gibt ein bisschen mehr Rüstung. Ach, dafür haben wir nicht plus 1 Angriff, ja gut, ich meine. Ach ja. Nee, scheiß drauf. So, ach wisst ihr was, ich mache die gleich mal ganz kurz hier zu Rüstung. Das ist schwierig jetzt. Das ist die Frage. Der eine Ring macht, dass wir plus 1 bis 2 Damage verursachen und der andere dass wir plus 5 Damage, aber nur für Attacker Angreifer erhalten. Plus 5 Schaden und da haben wir Grundschaden mehr. Keine Ahnung, was jetzt besser ist, ob wir jetzt, ach, was weiß ich, ist mir auch scheißegal, so wichtig ist das echt nicht. Ach, Gott, Herr. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen müde. Meine Denkfähigkeit ist gerade ein bisschen vermindert. Da hilft auch Red Bull nicht viel, bevor ihr das irgendwie sagen wollt. Ich bin nicht so derjenige, der von Kaffee oder von Energy wirklich wach wird. Schade, ey, manchmal könnte ich es echt brauchen. So morgens einen Kaffee und dann wirklich wach werden, ey, das wäre echt eine coole Sache, aber ich taumel dann trotzdem rum wie so ein Halbtoter. Und, oh, Yondor, hallo. Na, was machst du hier? Du Necromancer. Necromancer. Ja, die Necros, auch eine verdammt coole Klasse in Guild Wars. Ihr merkt schon, ich liebe Guild Wars. Ich spreche das ab und zu mal an. Echt eine coole Sache. Betrayal can never be forgiven. So. Ja. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King. But there is one condition. Ach genau. Jetzt stellt er die Bedingungen dafür, dass wir ihn mitnehmen können, dürfen, sollen. Wie auch immer. Then onwards we go to fight the Skeleton King. So, jetzt können wir uns entscheiden innerhalb von 2 Minuten, ob wir diesen Typ jetzt mitnehmen. Und ja, ich nehme ihn mit. So, und jetzt ist das, was ich euch
Er erzählt aber auch wahr geworden, nämlich können wir hier oben jetzt ja in sein Menü wechseln. Das ist es, ganz, ganz einfach. Er hat auch bis zu 4 Skills und da können wir jeweils ja ein Skill, also wir haben pro Slot ein 2 Skills zur Auswahl pro Slot und dürfen dann auswählen, welchen der beiden Skills wir ja ihm geben wollen. Da haben wir zum einen ein Heal Skill, Heals You or the Templar for 58 Life mit einem Cooldown von 15 Sekunden. 48 Life. Oder hier die Intervene, taunts enemies attacking you for 5 seconds when you are below 50% health. Ja, es ist halt jetzt ein Prot wiederum. Ist eigentlich fast scheißegal. Ich meine, heilen kann ich mich auch selber. Ja, ich gebe ihm das hier, komm. Yes. So. Moment, left click on a follower skill to assign it. You can change your follower skills whenever you want. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade verwirrt, was das Ganze. Moment. Ach, wisst ihr was? Ich bin so ein Fuck. So, jetzt ist genau das wollte ich tun. Ich wollte ihn equippen. So, meine Fresse, hier haben wir den Spear mit 7,2, 6,0. Dafür macht er noch Eismagie-Schaden, Eisschaden, Kälteschaden. Naja, was weiß ich. Nee, lassen wir es erstmal. Den können wir auch noch später equippen, die Sau. So. Checkpoint, da haben wir einen Checkpoint erreicht. So, bevor ich jetzt ganz müde bin und aus den Latschen kippe, beende ich ganz kurz hier das Let's Play. Oh Gott, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Diablo 3. Einen schönen Tag noch, Leute. Bis dann und ciao.